Ja, das Geilste ist ja auch noch hier, dass hier bei dieser Abstimmung, ne, die ganzen Wahlbeobachter, in vielen Bezirken, die Wahlbeobachter. In einigen Bezirken. Worden. Die sind teilweise festgenommen worden, die sind aber auch teilweise. Sag mal, die sind auch teilweise daran gehindert, teilweise Stunden gehindert worden, den Wahlvorgang an sich der Bürger zu beobachten. Richtig! Ja. So, da waren teilweise wieder Papierleute alleine da drinnen. Und dann sind wieder Wahlzettel aufgetaucht, keinen Stempel hatten. Das ist eigentlich und die, von der Verfassung irgendeiner Wahl durch die Wahlbeobachter sogar so festgelegt wurde. Und da denke ich mir, Leute, ey, es tut mir sehr leid, aber... Vor allen Dingen das, hier aus Bayreuth, das Geilste ist, die sind ja von den AKP hier weil hier Leuten, sind ihnen da noch abgestempelt worden, dass sie offiziell wurden dann. Mhm. Ja, ist ja noch geiler. Ja, haben die doch ein Video gezeigt, haben die abgestempelt, die ungestempelten Wahlzettel. Das ist... Haben die dort vor Ort... Nee, also, da weißt du doch schon hundertprozentig, was da abgegangen ist. Ja, sicher. Er hat in, also für mich steht fest, er hat in der Türkei an sich niemals die Mehrheit bekommen. Niemals. Er hat allgemein nicht die Mehrheit bekommen. Punkt, Ende. Nein, das Wahlergebnis wurde zurechtgerüttelt. Das ist eigentlich in dem Sinne Fakt. So, aber da das stimme jetzt ich dir, ein... Stimme ich dir fast zu... Erzähl erstmal bitte weiter. Ich sag jetzt ganz ernsthaft, wo ich mein Riesenproblem mit habe und ich glaube, das stimmt jeder mit so. Wir wechseln bitte die Fahrspur. Ja, ich hab's gesehen. Tut mir leid, wenn ich jetzt kurz einen Blick kann machen. Nein, was mich halt echt angepisst hat, ist einfach, dass die Rest Leute mit türkischer Staatsbürgerschaft, die in Europa leben. Weil es jetzt wirklich nicht Deutschland spezifisch. Dass diese Leute zu, weil das hat man jetzt auch heute gehört, Wir bleiben übrigens auf der Spur. Dafür gestimmt haben, dass der Erdogan diese Rechte kriegt. Ja, das ist also, das finde ich viel erschreckender. Und ich habe einen sehr lustigen Artikel heute gelesen, der aus sehr fragwürdiger Quelle kommt. Das muss ich leider mal ganz klar dazu sagen. Ach du, aber uns. Ja, ich habe schon gesehen. Und da wir auf der Spur, da wir geradeaus weiterfahren, gehen wir mal ganz dezent mal auf die linke Spur. Weil wir wissen nicht, was die davor hat, was sie davor vordert treiben. Das Geile ist, die stimmen, die dürfen abstimmen und hier müssen es nicht ausbauen. Ja, aber das ist halt das demokratische Recht. Was andere Länder. Vorbei? Ich sehe das nicht. Ja, also. Es war ihre Form ein bisschen weiter nach. Du bist ungefähr auf ein. Du bist auf einer Höhe ungefähr. Okay. Du hast auch neben dir noch einen. Okay, dann zieh ich nicht rüber. Ja, ich wollte es nur wissen. Und die fahren schneller wie wir. Okay, deswegen bleib ich jetzt. Und ich gebe ihm auch Zeit gleich. Ich lasse mich jetzt rechts überholen. Also tut mir leid. Geht nicht anders. Es geht jetzt eh erstmal geradeaus weiter. Oh, Kollege, ey, das war knapp. So, die sind an uns vorbei. Ja, der eine ist so knapp vor mir eingeschert. Also, das war echt knapp. Ja, ich habe den halt Signal gegeben von wegen, jetzt könnt ihr rüber. Also wie gesagt, das ist ein demokratisches Recht, was jeder hat. Wir fahren jetzt die A7 ab. Ich möchte jetzt eins kurz nochmal einfach nur als Frage in die Runde werfen. Ja. Da gab es ein Referendum für die grüne Verfassungsänderung. Ja. Warum reicht da eine einfache Mehrheit? Weil es Erdogan so bestimmt hat. Also das ist für mich schon unverständlich. So, Vorsicht, ich bremse hier ein bisschen runter. Ja, ich habe eh schon gebremst. Ich hoffe, Fumpe hat's gemerkt. Sonst wäre ich Thorsten nämlich schon hinten drauf gefahren. So, ich bremse noch ein bisschen mehr. Alter, Thorsten. Ich
bin die ganze, also ich bin jetzt hier mehr als, also 55 bin ich jetzt hier durch die Kurve gefahren. Ja, danke schön, dass du das uns so frühzeitig sagst, dass du da bist. Ich habe es gesagt. Ja, ich glaube, wir standen den nächsten Tag fast an. Vor mir stand. Es kann aber auch wieder Serverleck gewesen sein. Dann wird es eher ein Serverleck gewesen sein. Wir fahren mal die nächste Stadt an. Okay. Ist das schlimm bei dir? Motorfehlfunktion. Scheiße. Okay, wir fahren die nächste Stadt an. Pumpi, tut mir sehr leid, aber ich musste so hart bremsen, weil Nächste Stadt ist Kiel. Fahren wir jetzt mal direkt runter dann. Wie gesagt, Pumpi, tut mir leid, aber... So, okay. Hätte etwas weniger bremsen können, okay? Ja, aber und vielleicht noch ein bisschen nach links fahren. Es wirkte für mich, als ob er steht. Also, tut mir leid. Mhm. So. Ja, heute läuft aber auch wieder ja, vieles. Ja, heute läuft wirklich alles planmäßig hier. Also doch, ich bin da echt von beeindruckt, ja. So, wie gesagt, dann fahren wir jetzt Kiel. Ich bin weit an, ne? Weg. Ja, ich hab viel zu stark gebremst. Scheiß das da. Gut, dann fahren wir jetzt mal Kiel an. Erster Aufenthalt gleich in Kiel. Aber was ganz Neues. So. Ja? Von der Autobahn runter, ne? Ja, wir müssen jetzt gleich runterkommen. Ja, du bist den falschen Weg von Spyro. Okay. Ja, dann drehen wir gleich. Irgendwo. Fahrt ihr einfach mal. Oder drück F7 Enter, dann kommst du nämlich auch jetzt gleich nach Kiel rein. Dann wartest du halt an der Werkstatt auf uns. Ja, ich bin damit einverstanden. Das Geile ist, so. Der brechen den Schaden weiter, wenn du F7 Enter gedrückt hast. Was? Ja, das ist auch gut mittlerweile, ja. Was ist denn das denn da? Ach, das ist eine Ampel! Was so? Wenn du noch weiter rollst und F7 Enter drückst, hast du ein Riesenproblem. Okay, habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Ja, sollte man auch besser lassen. Das klingt nach einem Experiment. Nein, lass es. Das klingt wirklich nach einem Experiment. Nein, lass es. Jetzt ist die Frage, wo ist die scheiß Werkstatt? Ach, da ist die Werkstatt. Ich stehe doch schon da. Ja, super. Wir sind ja auf dem normalen Landweg dahin. Ja? Och ja. Sind solche Landeier, wir müssen den Weg so finden, hm? Ja, Thorsten, sagen wir es mal so, wir haben den Weg gefunden. Genau. Ja, nicht so wie ich weiß, danke schön. Mhm. So, Ampel leckt mich. Danke. Bremsen wäre jetzt eine gute Idee. Ja, stimmt ist, mein Hänger hat jetzt nötigerweise 9% Schaden gekriegt. Hm. Ja, wie gesagt, ich bin voll drauf geziebelt auf der Ecke. So, okay. Ich drehe hier schon mal. In welche Richtung? Richtung Ampel wieder? Ja. Ja, warte, ich komm raus. So, Wartung. Ach, scheiß drauf, ob die Ampel. Oh. Nach links, ne? Ja. Stell mich hier auf den Seitenstreifen. Ja, ich mich auch dann. Seitenstreifen ist unser bester Freund. Ich bin gleich wieder raus. Mhm. Der Geschichte. So. Am Verladehof. Thorsten, Bremsmanöver sind zum. Ich bremse ganz ja, langsam. Ja, du könntest auch mal sagen, dass du jetzt irgendwie dann da mal abbremst, weil vielleicht der Verladehof kommt. Nö. So, Fumpi steht's, ist jetzt auch wieder da. Ne? Ja. Gut. Dann mal. Weiter. Geradeaus. Stolz. Knopf. Danke. Sag was.
Ich ja nur geradeaus und nichts. Ich bremse, weil die Ampel rot ist. Ja. Ne, aber wie, um halt zu dem, um halt wieder dazu zurückzukommen, es ist ein demokratisches Recht, was auch von verschiedenen anderen Ländern in der Welt und auch aus dem EU-Ausland, EU-Inland halt auch so praktiziert wird. 55 hier, würde ich sagen, in der Innenstadt zu, oder wenn wir in der Stadt zu lang, wenn nicht auf der Autobahn sind. Rote Ampel. Und wieder zu spät. Warum stehst du viel zu früh? Okay. Kollege. Ich bin die ganze. Ich stehe jetzt erst. Ne? Nein, du standst für mich vorher schon. Tut mir leid. Dann ist das ein Serverlag. Da kann ich nichts für. Du standst und bist dann erst wieder vorwärts gefahren. Tut mir leid. Du, ich bin aber noch am Rollen gewesen. Mann. Ne, also, wie gesagt, das ist ein demokratisches Recht. Das haben die Wahlen in den USA. Ist es genauso gewesen? Die ganzen Amerikaner in Deutschland? Nein, stopp! Doch? Stopp! Nein, da verwechselst du etwas. Und das sage ich dir jetzt auch ganz offen. Mhm. Weil. Die Türken in Deutschland dürfen, oder halt jeder türkische, jeder, der noch einen türkischen Pass hat. Ja, wir müssen übrigens jetzt Richtung Dänemark, ne? Darf wählen. Das ist kein Problem, überhaupt kein Problem mit. Ja. Es ist allerdings im türkischen Recht veranschlagt, dass diese Leute nicht, du darfst keinen Wahlkampf machen in den Ländern. Richtig. Eben. Das ist und das eine Sache. Wurde von der AKP gemacht. Tut mir leid. Und also brauchen wir auch nicht lange ausgehen. Ja, ja. Ausgehen. Du musst türkischstämmig sein, um zu wählen. Du darfst. Ist ja in Ordnung. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Halt. Du musst aus der Türkei kommen. Du darfst nicht in einem anderen Land geboren sein. Du kannst zwar die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Da sind sehr viele von den jungen türkischstämmigen Mitbürgern mittlerweile leider schon. Heißt du mit 85, Kollege, ja, von mir? Ja, ich habe den Tempomaten wieder auf 85. Gut, ich wollte es ja gesagt. Wissen, also, sobald wir auf die Autobahn fahren, ist wieder 85. Ich bin die ganze Auffahrt mit 85 geballert. Ach, du auch? Das wollte ich wissen. Du auch? Ja, aber wie gesagt, also wir haben halt das demokratische Recht, auch aus dem Ausland, kann man so sagen. Kann ich als Deutscher doch auch. Ja, genau. Briefwahl machen. Genau. Ich kann aber auch aus dem Ausland wählen. Genau. Und zwar an der entweder über Briefwahl oder über oder die deutsche an der Botschaft. Des genau. Landes, genau. So. Und das ist auch absolut recht und billig, ja. Ja? Er ist auf 85 festgenagelt. Aber sobald du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, ne? Machst du mal bitte, warum hast du mir jetzt Sichthupe gegeben? Weil du falsch draufhängst, oder was? Ja. Sag doch was. Dann gebe ich doch mal ein bisschen Gas, um ein bisschen von dir wegzukommen. Ja, reicht. Gut. Jetzt habe ich den, die Motorbremse laufen erstmal. Ne, also wie gesagt, das ist. Ich hab jetzt gerade, also okay. Hinter dir. Das haben 5 Meter noch. Okay. Muss die Bremse tippen, habe ich verloren. Also, du auch. Ja. Ne, also wie gesagt, das ist ein demokratisches Grundrecht, was jedem zusteht, was ich auch befürworte. Nein, absolut. Eben nicht. Ja, eben doch, nicht. Nein. Doch. Also, dass jeder stimmt. Geborene, der nach Deutschland ausgewandert ist, immer noch wählen darf, der keinen deutschen Pass hat, brauchen wir nicht drüber reden, hat aber das Recht zu wählen. So, Punkt Ende aus. So, das ist in jedem Land genauso. Das ist in jedem Land so. Die aber in Deutschland geboren sind,